Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde und auch salvierte Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 3 Immortal Empires mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Loki Fellhard und ich habe mich wieder ein bisschen beruhigt. Im letzten Teil hatten wir eine für mich super intense Schlacht bei Fuzhou, wo uns Nakai angegriffen hat. Das ist das, was übrig geblieben ist, nur die Helden. Und wir gucken jetzt, dass wir ihn hier einmal... Okay, wir können ihn hier nicht stellen. Alles klar. Dann vergiss das, was ich gerade gedacht habe. Dann lassen wir das einfach erstmal weg. Genau. Xiaoming wird uns gleich angreifen. Das wird die nächste intense Schlacht für mich werden. Dann machen wir doch jetzt erstmal das, was mir auf jeden Fall Freude bereiten würde. Nämlich einmal die unheilvollen Hügel. Aber zuerst gucken wir nochmal drauf. 500 Sklaven. Na, ich denke mal... Was sagst du mir? 7800 Beute? Wie viele Sklaven sind drin? Zeigst du mir das auch an? Nee, ne? Wird aber wohl einiges an Sklaven rauszuholen sein. Deswegen denke ich, wir sollten irgendwo noch mal ein paar Sklaven auf den Kopf hauen. Also, ne, ein paar Sklaven noch mal einsetzen. 200 Stück geht hier. Momentan können wir keine Riten einsetzen. Die sind entweder alle im Cooldown oder alle noch selber aktiviert. Dann machen wir doch mal Kämpfen auf Leben und Tod im Hafen von Hanyu und... greifen einmal den unheilvollen Hügel an. So, bewährte Vorgehensweise, aber ich versuche es ja nochmal ein bisschen sneaky-deaky zu machen. Wir nehmen unsere Korsaren hier mit im Doppelpack jeweils an die Eingänge. Achso, da hinten ist ja auch noch so ein Ding. Also alles voll mit diesen Spots hier, ne? Autofall machen wir mal kurz aus. So, dann bleibt also dieser Spot hier als Hauptangriffspunkt, ne? Und was können wir da sagen? Am besten... ja, dann machen wir doch den Loki hier vorne hin. Machen wir die alle hier hin. Die machen wir hier hin. Zusammen mit dem Drachen. Ja, machen wir so. Zauberin hier hin. Die müssen wir defensiv spielen, natürlich. Und ihr stellt euch mal hier hin, aber nicht ganz nach vorne. Nur so hier ungefähr. So dass der nicht auf euch schießen kann. Und wir starten. Hat er irgendwo einen Turm gebaut? Jawohl, da drüben. Wo ist dieser Turm für uns gefährlich? Erstmal würde er wahrscheinlich nur auf Loki schießen, von daher geht's. Aber eins. Aber 2. Aber 3. Attack! Oh, echt jetzt? Du kannst bis hier hinschießen. Ein Stückchen zurück dann. Achso, da, das ist der Turm, okay. Sorceress of Grond! On to murder! Yes. So stelle ich mir das vor. Der Loki, der mettelt nach vorne. Und die anderen knallen hier den Rest weg. Achso, sag mal ganz kurz, ich muss immer mal wieder in diese Spells reingucken. Wir haben keine, doch, kann entsetzen vor. Ja, aber das Anhalt ist nicht, dass das bringt uns hier überhaupt nichts. Aber wie schon das Schicksal halt, ne? Also wir haben halt auch echt, wir haben echt viel Winde der Magie, ne? Seelenfäule. Na, komm, wir versuchen es mal so. Shards at once. Murder awaits. All powerful. Bring me slaves. Ja, in der Tat. Bin mal ein paar Sklaven für den Django. Folgt dem stinkigen Wind vor allen Dingen. So, ich glaube, hier brauchen wir uns jetzt nicht mehr verstecken. Carnage awaits.
Obwohl, warte, du kommst lieber hier hin. Kannst dann auch das Autofeuer wieder anmachen. Cosette! Look here, Fellheart! Oh, Mistkerl. Ganz schnell, schnell. Den Barrage Hanskop da, den muss er erwischen. Halt. Du hier lang. Understood. Blood for Cain. Onwards to murder. Ah, schnell. Und zack, komm. Dark Shards. Now. Ah, die kann ich da nach hinten laufen. Sehr schön, ja. Weil nämlich hier die Palisade ist. Geiler Move. Okay. Eager for battle. Carnage awaits. Man gibt da Gas, ne? Battle calls. Slash, kill. Dark shot. Battle ready. Corsair handbows. Die, weaklings. Going. Murder awaits. Übertrieben. Wir müssen mit der Zauberin aufpassen. Letzte Amtshandlung. Und ab der Hitze. The Kraken fights. Death is coming. Merciless warriors, massacre them. Okay. Alter, ne? Die hat ganz gut Kills gemacht, aber sie wird halt auch immer gefokust, ne? Und auf unsere Dunkeldorn hat er auch geschossen, ne? Also, es sind immer so Situationen, die KI macht das mittlerweile gar nicht so verkehrt. Und bei Zhao Ming werde ich mich wieder ärgern. Da werde ich mir sagen, nein. Aber so ist es halt. Dann macht es mir halt auch Spaß, ne? Dann ist es auch mal knapp, ist ja dann auch wieder gut, ne? Aber man denkt sich dann manchmal so, ach ja, hier die Schlacht, ne? Das kann schon nicht so schwierig sein. Und dann, weil man halt auch einfach, wenn man die Einheiten selber mal gespielt hat, oftmals nicht damit rechnet. Ne? Ich meine, habt ihr mal mit diesen Echsenreitern gespielt? Also auch bei Krogar? Normalerweise spielt die doch keiner. Ne? Viel zu teuer, lohnen sich eigentlich nicht und können viel zu wenig. Und in dieser letzten Schlacht, da waren das ja die übertriebensten Tanks. Ne? Suck it. Look here, Fellheart. Ermöglicht Verstärkung von fremdem Territorium. Sauber. Kannst wieder darüber, weil ich glaube, Shang-Wu ist gleich wieder frei. Er darf ruhig stehen, sehen, wo ich stehe. Hier machen wir nichts. Da investieren wir nicht zusätzlich, ne? Supreme Sorceress of Grand. Wer anderen in den Hinterhalt, der legt gern einen Hinterhalt. Dreadlord of Naggaroth. Jo, 10% Forschungsrate finde ich gut. Verehrter Name der Macht, ne? Der macht die Armee besser. Ja, der Kommandant selber, der muss gar nicht so viel machen. So viele super Boots haben wir ja auch gar nicht mehr. Stimmt, den Strand, was kriegen wir? Waffenschaden für Korsan der schwarzen Arche, alles klar. Plus 100% Armor-Piercing Damage. Und hier, was wäre das? Unterhalt für Schatten, schwarze Reiter, Rüstung für schwarze Reiter. Okay, gut, dann wird er eine Korsan-Armee bekommen. Weil ich meine, es ist halt, ne, Lokias Armee und dann können wir das hier ein bisschen umwurschteln, ne? Ist ja cool. Stopp. Fu Chao ist ja jetzt endlich entsprechend aufgebaut.
Ich meine, brauchen wir die Wachtürme? Wir bauen sie mal sicherheitshalber, ja. Wir bauen hier... Lass mal ganz kurz... Der hat dieses Sklavendings. Der hat keine. Ach ja, ne, das war auch so ein schöner Schwachsinn, ne? Komm, wir sammeln hier ein bisschen Sklaven. Hier ist Wachstum, ne? Hier sind die Gebäude momentan günstiger. So, wir rekrutieren hier jetzt unsere Zauberin oder haben wir die schon hier? My skills are yours. Die haben wir jetzt. Okay, gut, gut. Bechai, machst du noch etwas? So teuer waren diese Gebäude jetzt alle gar nicht, ne? Komm, mach hier Kontrolle. Na ja, haben wir schon das Ding für Kontrolle, ne? Ja, dann machen wir das Ding mit den Sklaven. Lord of the Black Court. Supreme Sorceress of Grog. Nächste Runde hast du die, Alter. Und die sind so teuer, die Biester, ne? 450 kosten die. Da müssen die sich doch lohnen, oder? Dann sind die doch gut, oder? Fear my malice. Ja, das ist halt jetzt so die Sache, ne? Also die Garnison ist angeschlagen, sodass ich sagen würde... Gegen die alleine packen wir es wahrscheinlich nicht. Dreadlord. Und der braucht sowieso noch eine Runde, bis er da irgendwas machen kann, ne? Ja, bleibt da mal noch drin. Mai Po. Pomai meine ich natürlich, Entschuldigung. Supreme Sorceress of Grand. Die Fächer mit dem Fächer. Sorry, Entschuldigung. Das ist so schlimm. Ich find's so schlimm. Ja, aber das Ding mal auskommen. Wir haben gerade Geld. Wir sind jung und wir haben das Geld. Bescheid. Ja, das gibt auch Forschungsrate. Alter, und das baut er halt in einer Runde. Das ist so, die Archen sind, was das angeht, halt einfach so unfassbar krass, ne? Aber du kriegst keine Kapazitäten hier. Das ist halt echt so ein bisschen schade. Weil das sind natürlich die Armeen, da bist du ja irgendwie auf diese, Teile da angewiesen, ne? Ja, gut, ne? Machst du das noch? Nee, ist zu teuer. Rangrekrutierung, Armee pro Runde, Armee im Einflussbereich. Ach komm, gib noch einen Punkt drauf, komm, klatsch mal noch rein und dann schauen wir mal. Ich muss woanders ins Grawl, das ist zu schrecklich. Hey, du greifst mich jetzt auch an? Ah ne, die wollen jetzt einen Nicht-Angriffspakt wieder haben. Aber sie geben mir Geld dafür, okay. Warum nicht? Oh. Was passiert? Erhöht die Steuern zu Beginn? Nee, auf gar keinen Fall. Wir nehmen das billige hier. Da nimmst du gar nichts. Nimm immer die sichere Variante. Immer die sichere Variante nehmen bei diesem Spiel. Weil die negativen Effekte meistens zu krass sind.
Hinterhalt verhindern. Die will die Jagd endet. Rebellion steht bevor, das wissen wir. Behold true power. Scream for me. Ich weiß nicht, wo läuft er jetzt hin? Da hinten in die Ecke. Er läuft jetzt in die Ecke und schämt sich. We have life to end. Tyrant of Naggaroth. Set the sails. No. Aha. Aha. Antacke. Antacke. So. Da die Lizardmen ja praktischerweise nicht ganz so fernkampfstark sind. Ja, warte mal, ich stelle die mal so hin. Guck mal den einen Streitwagen. Den kannst du da hinstellen und den anderen Streitwagen kannst du da hinstellen. Ja, und die schützen wir mal dahin. The merciless host. Done. Onward. Dread spears. Blood will flow. Move. Naggarothi. Glorious destruction. Going! Advance, Druki! Dread spears! Moving out! Orders understood! Ja, das wird jetzt wieder so aussehen, dass er sich ständig weiter in die Stadt zurückzieht und ich ihm dahinter renne. Merkwürdig ist eigentlich, sind es ja Spells, weil die hier oben rot bei der Armeefähigkeit, ne? Da ist ja dieses rote Männlein. Bombardement, Einsätze, das sind ja alles Bombardement-Fähigkeiten, ne? Riesiger Verbund von magischen Seelen. Armeefähigkeit, Bombardement, Einsätze, eigentlich müssten die verfolgen, ne? Auch wenn hier steht schwach gegen einzelne Kämpfer. Dark Shards! Druki, forward! Druki! To destruction! Ja, so kann ich mir das hier vorstellen. Merciless Warriors! We understand! Immer nur einzelne Einheiten vorziehen, nie komplett, ne? Immer nur einzelne Einheiten. Nie komplett. Dark Shards. Also nicht irgendwie, dass alle eure Fernkampfeinheiten zeitgleich in Bewegung sind. Denn es könnte sein, dass er versucht, euch zu rushen. Und dann wollt ihr eine Deckung haben. Hier jetzt zum Beispiel. Blood for Cain! Nein. We are ready. Dark Shards. Murder awaits. Dark Elves. Suffering for all. Dark Shards. Na, hier sind ja jetzt unsere Fernkämpfer wieder in Position. Das heißt also, wir können wieder rausrücken. Noble Ball. Dread Spears. To destruction. Onwards to murder!
Mal gerade gucken, hat das geklappt? Ja, das ist okay. Cold-blooded killers! Very well! At once! Destroy! Without question! Dark shards! Jetzt schicken wir zum Beispiel nur die zwei hier vor. Ne? Der hier, der soll ja weiter schießen können. Ne? Der geht nur einen Millimeter. Denn wir wollen ja nicht, dass der hier irgendeinen Spaß hier macht. Ne? Der soll ja keinen Spaß hier haben. Nagarothi! Carnage awaits! Die warten immer alle auf diesen Carnage. Ich weiß nicht, kommt er auch oder was ist das für ein Dude? Irgendwie so direkt wieder hinten rum. Dread Spears. Dark Shards. Cold-blooded killers. On to slaughter. Battle calls. Dark Shards. Going. Dread Lord. Ja, man muss das wirklich so ein bisschen, ne, man muss das wirklich so ein bisschen chirurgisch machen. Das ist Quatsch irgendwie. Dread Spears. Moving out. Eager for battle. Dark Shards. Make them bleed. Battle ready! To destruction! Onwards to murder! We are ready! Genau, ne? Die schießen jetzt auf den General. Und wir warten aber erst, bis die geschossen haben, bevor die sich hier weiter bewegen. Weil jetzt kommen ja die Kroxigore. It is done! Ne? Und jetzt wollen wir ja auf die schießen. Das sind ja eigentlich auch gute Ziele, ne? Die hier irgendwie übertriebene Charge-Boni bekommen, weil eigentlich sind die ja gar nicht so stark. Das ist sehr stark gegen einzelne Kämpfer. Mhm. Ja, eigentlich wären das Kroxigore, aber ich habe auch noch den Typen hier. Dann kannst man in die Typen da reinfahren. Dread Spears. Eager to battle. Make them bleed. Auch so ein bisschen auf die. Auch so ein bisschen auf die. Auf die Hitpoints achten, wobei diese Einheit ja auch schon angeschlagen war. Wir wissen das ja. Dread Spears. Onwards to murder. Dread Spears. Druki, forward. Nagarothi. Leaving. Kill everything. Everything? Chariots. Murder awaits. Kill them. Battle ready. Will denn dann doch recht viele Hitpoints. To destruction. Druki Lord! Dread Spears! Onward!
Dreadlord! Dark Shards! Moving out! Bums. Der ist schon mal weg. Dark Shards! Death is coming! The Merciless Host! Tyrant of Naggaroth! Dreadlord! Mal da mal ein Loch rein. Danke. Going! Slash! Kill! Hack! Cut! Ja, die waren ganz okay, aber da sind nur Skinplankler, ne? Also das heißt nichts. Aber tatsächlich, ich bin schon ein bisschen... Ich bin schon positiv überrascht, dass die die Skinplankler erwischt haben. Schaffen die auch nicht immer. Druki, forward! Dark Shards! Advance, Druki! Cold-blooded killers! Carnage awaits! Advancing! No survivors! Dark Shards! Dealers in death! Blood will flow! Druki! Battle ready! Marching! Was? It is done! Forward! On to slaughter! Nehmen den mit raus, wir schießen einfach nur das Monster weg. Dread Spears! Und sind dann auch fertig. Cool. So. Die Kills waren echt gut, ne? Man muss übrigens noch sagen, also die Kroxigore, ne? Die, hier steht 4 Kills mit dem Charge. Also dann muss das Kollateralschaden gewesen sein, was die gefressen haben, ne? Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also das passiert ja mal leicht, ne? Und da ist das Ding halt natürlich, die chargen halt rein, sind halt schnell und dann stehen die da doof rum und dann, ja, das ist nicht so gut, ne? Aber einmal ausrauben erscheint mir hier auch ganz sinnvoll. Oder wollen wir es plündern und besetzen? Es ist ja nur eine Arche, ne? Also insofern würde ich sagen, wir rauben das jetzt einfach mal aus. Das Plündern und Besetzen, das dürfen reguläre Armeen machen. Plus 5 Nahkampfangriff für die Armee des Kommandanten, das klingt gut. Wir wollen ja, oder sollten auch dann Korsaren mit ihm spielen, wie ich finde. The ocean awaits. Nachdem die ja durch diesen Vorteil, den er hat. Klau des Kraken. Ja, Seefahrer nochmal, ne? Da, Name. Krakenkralle. Rüstungsdurchdringender Waffenschaden plus 100 für Korsaren der Schwarzen Arche. Schaden durch rüstungsdurchdringende Geschosse plus 100 für Korsaren der Schwarzen Arche. Da wünscht man sich, es gäbe ein paar mehr Korsareneinheiten, ne? Als nur diese 2, ne? Weil das ist ja dann echt ein bisschen wenig, ne? Ja. Fear my malice. Also, wir fassen die hier mal zusammen, ne? Fear by all. Den schmeißen wir dann mal raus. Und dann markieren wir den mal ganz kurz. 22 Punkte Waffenschaden. Rüstungsdurchdringend. Nahkampfangriff 63. Nahkampfangriff 59. Geschossstärke 40. Ich habe einen rüstungsdurchdringenden Geschosse 9. Waffenstärke 52, davon 22 rüstungsdurchdringender Schaden. Ne? Also das ist schon ganz gut. Ne? Bisher habe ich ja eher so auf Meat Shield gespielt.
Das könnten wir natürlich auch nochmal so ein bisschen ändern. Wenn wir dann sagen, wir machen halt hier noch... wir spielen halt... ja. Es ist nicht unbedingt immer so eine... Ja, in Bewegung schießen ist auf jeden Fall stark, ne? Also die Karyapdis Schmeiß ich raus. Behalten wir. Die Geißelkufenstreitwagen. Die behalten wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die zwei schmeißen wir auch raus. Zwei Harpien. Ja, das ist so. Und wir nehmen nochmal zwei Korsaren mit. Wir spielen vier Korsaren, wir müssten eigentlich mehr spielen. Aber es passt, weil die Einheiten hier, also die Schreckensperre sind halt so unfassbar kacke. Aber sie werden halt auch niemals gut. Die Karyapdis, die lassen wir weg, weil wir killen einfach die gegnerischen Monster mit den Dunkeldornen effizienter. Das Einzige, was die machen können, ist gegnerische Einheiten binden. Ja, die regeneriert ein bisschen, aber nicht wirklich gut. Das ist eine Hydra. Warte mal, stopp. Die Hydra wäre besser, weil die heilt nämlich. Rüstung 60. 58, 33. Rüstung 80. Ja, die zusätzlichen Rüstungspunkte und Hitpunkte, die sind eigentlich gut, ne? Aber blieb dann doch stark hinter den Erwartungen zurück. Dann lieber Schwarze Garde von Nagarond. Hast du mehr von, ne? Ist die bessere, also das ist die bessere Karyapdis. Supreme Sorceress of Grand. Yo. Moving on. Die Supreme Sorceress. Machten die hier? Die nimmt mal übergangsweise noch zwei Dunkelspeere mit. Schreckenspeere. Schrecklich schlechte Speere. Loki Heufelsterz. Der, da gibt es hier ein bisschen zu wenig zu erobern. Oder an Beute zu machen. Kommen wir besetzen. Sacrifices to Mathlan. It is time. Die Heilung nehmen wir noch mit. I care not. Gut, der Hecati machen wir ein andermal. Brauchen wir jetzt noch nicht. Wie könnte man wohl mehrheitlich eine Korsarenarmee spielen? Powerful Enchantress. It is done. Malevolent Lord. Sail, damn you. We have a deal. Sorceress of Grand. Wir rekrutieren eine Todeshexe.
Giftattacken sind sicherlich gut. Bride of Madness. Witch Elf Priestess. Wir nehmen die alle. Noxious Potions. Wir nehmen die alle. Und da haben wir 2 von 2, okay. Gut, okay. Average. Sklaveneinkommen steigern, ja, für Mr. Average auf jeden Fall klar. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Aber ich mag das nicht, wenn die Charaktere einfach nur so in der Provinz rumstehen. Ne? I cannot. Also, welche ist das jetzt nochmal? Das ist die Liste mit den Giftattacken, ne? Okay, cool. Dann würde ich sagen, Tanz des Todes, Glutaugen. Leidenschaftlich Feindesjäger, damit man sie direkt auch als Heldin eben nutzen kann. What now? Das machen wir hier auch. Brewing. So, was haben wir hier? I command the winds. Ah ja, das bist du, ja. Du kommandest den stinkenden Wind. Die Mäwen. Kann vielleicht mal hier in die Arche rein. Nächste Runde. Average. Ja. Das mit der Loyalität ist, glaube ich, nicht so krass. Ich würde sagen, wir machen Spezialist auf 3, damit die Heldenaktionen günstiger werden und dann ist ja egal, was du nimmst. Attentat erstmal. I care not. Average. So. Fantastisch. What do you seek? Dann ist diese Fraktion oder diese Stadt hier fertig ausgebaut. Und wir können hier sagen, Einkommen aus allen Gebäuden plus 5. Ja, wir nehmen noch den Kontrollbonus mit, ne? So, hier geht's weiter. Hier ist weitergegangen. Hier geht's erstmal noch nicht weiter. Hier geht's ein bisschen weiter. Hier geht's ein bisschen weiter. Und, ich weiß nicht. Das sind 1900, okay. Okay. Machen wir das jetzt einmal so. Aber wirklich wohl ist mir dabei ja nie. Supreme Sorceress of Grand. None. Der steht jetzt da und glotzt die Armee an. Das könnte ich schlechter finden. Black-hearted Dreadlord. Vicious Dreadlord. Ja. True power unleashed. Yo. Reptiles come to plead with me. Ja, das kann man so sagen. Da hat die Wasserschlange auf einmal Lust auf Frieden, ne? Aber du hast zu viele Provinzen am Wasser, die ich ausrauben möchte.
Und nachdem er ja jetzt erstmal keine Fullstack mit diesen komischen Echsenviechern da hat, bin ich erstmal ganz zufrieden. Wie immer. Same procedure as every year, James. Munition für Dunkeldorn, Khazaren und Reichweite. Na also. Rüstung für Schreckenschwere. Das ist tatsächlich ganz cool. Was haben wir noch? Geschwindigkeit für Schattenschwarzritter, Höllenfeuer, Runenleser? Ne. Hinterschwersteuerer? Ne. Harpien, Kriegsfühlen gehabt? Ne. Ne. Einkommen durch Sklaven. Ja. Okay. Cruel and deadly. I approve of these dark deeds. Raubwert 76. Plotting a course. Guck dich da mal um. Ever closer. Noble born. Da ist aber ja sonst erstmal nichts, von daher geht's, glaube ich. So, dann. Powerful Enchantress. My power is yours. Ja, steck mir die Schwester mal da rein. Relics, come forth. I admire your dark. Jo. Be ready. Und dann lauf mal im Gewaltmarsch hier runter. My hatred drives me. Crazy. Denied. Weil das weiß ich noch nicht. Black-hearted Dreadlord. Ja, fahr du mal noch hier hoch. Da würde ich ganz gerne hin. Rekrutieren kannst du ja selber jetzt schon mal. Und zwar mach mal ruhig hier. Mach mal drei Korsaren. Wir versuchen mal so eine Korsarenarmee zu spielen. Da brauchen wir hier gar nicht großartig mehr. Brauchen wir eine Schnitterspeerschleuder? Ich weiß gerade nicht. Dieses Ding hier mit Verlustverstärkungsrate oder Sklavenfest, was nehmen wir? Zwei Runden nochmal bis zum Wachstum. Eine Runde bis zum Wachstum auf Stufe 2. Und dann können wir das Ding ja. Ne, dann können wir das Ding nicht ausbauen. Vier Wachstum brauchen wir dafür. Aber das geht ja eigentlich schnell. Ja, mach mal so. Wachstum ist ja, glaube ich, hier das Wichtigere, ne? Okay, ja. Genau. Go on. So, und was ist das hier für eine Hexe jetzt? Entschlossen ist sie. Immun gegen Psychologie, Führerschaft. Jo. Was hatten wir hier noch? Listig Hinterhalt, genau, das war die. Die braucht also schon mal nicht auf die Arche. Grausam. Einkommen, Überfälle und Ausrauben von Siedlungen. Das könnten wir zum Beispiel machen. Ausrauben von Siedlungen ist allerdings natürlich wieder vielfältiger. Auf einer entsprechenden auf einer entsprechenden anderen Armee, ne? Ja, du kommst mal hier runter. Supreme Sorceress of Grog. Den hätte ich eigentlich auch hier hochschicken können, fällt mir gerade ein. Ja, jetzt ist es so. Da lauf doch mal in deren Armee rein.
Und du darüber. I am no slave. Noch nicht, mein Freund, noch nicht. By the cruel seas. Aboard the Tower of Blessed Dread. Ready my swords. Patience. Ja, da kriege ich noch keinen Malus auf die Durchquerung. Bis da können wir so lassen, das interessiert uns nicht. I heed only my father's decrees. Ja, das ist halt teuer, ne? Die Verstärkung dadurch. What is your dark purpose? Und ich brauche ja erstmal hier Zugang bei ihm. Darkness comes. Grasgird. Ertok. You dare. I see you. Darkness comes. Oh dear. That smells like grave rot. An unfortunate. You dare. An unfortunate. You dare. Ja. Okay, wir machen hier einen Cut, sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dann, macht's gut, Pax Vobiscum und Valete.